Bist du eigentlich reinrassig? Heißt das, du rast überall rein? Ey, Cindy kommt bald dazu, hoffentlich. Oh. Der wird nämlich so viel uns unterhalten können. Der macht die besten Witze. Also erst. Ja, zum Beispiel. Oder weißt du noch, wo er mal gesagt hat? Oh, das war noch Zeit. War cool. Das war wunderbar. Da habe ich eingeschissen. Ja, und ich habe mich selbst abgestochen. 37 Mal. Mit dem Messer in die Brust. Ja. Aber es musste halt auch. Das war halt der richtige Moment dafür. Ja, also er hat es auch verdient. Ja. Also er hat sich den Erfolg verdient. Ja, richtig, richtig. Wie jemand, der sich in die Hose scheißt. Der hat sich das verdient. Weißt du, richtig männliche Hunde, die würden auch mit einem stehenden Bein scheißen. Ja. Ja. Ist auch so. Und alle anderen drei Beine sind in der Luft. Der hat nur ein Bein, ich weiß nicht, was du meinst. Weil Männlichkeit ist ein Synonym für Zirkus. Der kann auf einem Bein stehen, balancierend auf einem Ball. Und währenddessen scheißt er. Und dreht sich dabei. Ja. Finde ich gut. Und man hört die Musik. The circus. The circus, 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 circus. Ach ja, Zirkus. Warum ist es so mit dem XP? Verpiss dich, Schwein! Kannst du selber gehen, Arschloch? Sehe ich genauso. Also, ich will eine XP farmen. Können wir Hupti und Chi einfach mal Bitch slappen? Ich weiß nicht, ob man das bei Chi überlebt, aber red weiter. Ja, ich sag gerne Hupti und Chi. Das heißt, wenn man jemanden wehtun will von den beiden, dann kriegt Hupti das sowieso alles ab. Aber Chi leidet mit. Ja, weil sie ihn nicht schlagen darf. Richtig. Sie will auch, aber sie darf halt nicht. Das ja, weil sie muss eine Farm für dich bauen, weil du bist faul. Richtig. Ihr wisst auch bestimmt alle, wie man die macht, richtig? Ja. Ihr wisst genau... Oh, Lama! Das weiß ich tatsächlich. Das war sehr gruselig. Ich fand's amüsant. Es förderte mein Amüsement. Da ist Lava einfach aus der Wand gekommen. Und weißt du, das Schöne an der Hölle ist, dass die Lava da ja genauso schnell ist wie an der Oberfläche Wasser. Ja. Hat dich die Wand quasi angekotzt? Ja. Ja. War das lustig? Für mich schon. Lava, du Bitch. Lava, würdest du sie Bitch schnell da Bitchy Bitch nennen? Ich, alles, alles. Also. Ach, Johnny, Johnny. Wieso ist Lava Folge so? Ist das jetzt eigentlich gerade 300 Millionen? So ungefähr. Wir sind auf jeden Fall schon über 100. Ich glaube, ich auch. Oh. Wie viel sind schon hochgeladen? So. 15 oder so? 20? Ach, öffentlich? Ja. Ja, so um den Dreh. Zwei. Ich auch bestimmt schon 60. 40. Ich glaube 40. 40 habe ich hochgeladen. Hochgeladen? Oh je, da habe ich auch schon eine Menge. Weiß aber nicht wie viel. Also bis nach meinem Urlaub ist eigentlich saftig. Saftig, saftig. Hui! Ah! Entschuldigung. Okay, da gehen zwei Blöckes. So weitergeht, kann ich danach auch ein Ding ins Bauen. Behindertenanstalt leiden. Ja, richtig, so eine Cindy-Stadt. Häuser voll. Also, ich mach Cindys Haus einfach. Sind-Town. Genau. Und ich mach Cindys Haus einfach 20 Mal nach und dann fühlt er sich verarscht. Dann schreibe ich hin, dass das Design von hier kommt. Einfach ein Schild, wo drauf steht Ei. Das mach ich. Das hört sich gut an. Das neue Item. Ja. Boah!
verkaufen wir Items. An andere Leute. An Lutz zum Beispiel. Ja, aber nur an Arme. Wir sagen denen, das macht euer Leben viel besser und dabei zocken wir die nur ab. Richtig. Siehst du, ich denke schon wie ein richtiger Geschäftsmann. Richtig. Ich meine, wir will mal auch ein Item ohne Arme benutzen. Ja. Das ist ja Bullshit. Und ich weiß was von Bullshit. Das sammle ich nämlich. Scheiße von Bullen. So! B. Lalalalalala. Sozusagen ist sozusagen. Lal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 
Das, boah, das ist der Next Step. Ja. Krass. Du hast es erfasst, kleiner Schwabbelmann. Pokémon Revolution Online. Geiles Spiel. Ich will die neue Region. Kannst du die kurz reinmachen? Okay, hi Leute! Ist gut? Was hast du gerade gesagt? Weiß ich nicht. Okay. Nee, gut. Rob, warum? Weiß ich nicht. Ja, echt, ey. Warum kannst du uns eigentlich so akzeptieren, wie wir sind? Das frage ich mich immer wieder und ich weiß es nicht. Hat uns stumm geschalten. Und manchmal hört er eine Erschütterung der Macht und dann antwortet er einfach auf irgendwas, was hätte sein können. Warum hat das jetzt funktioniert? Der hört uns eigentlich gar nicht. Nee, ich tu nur so. Da ist Quarz! Selber. So, ich bin jetzt Level. Doof. Moment, ich brauche noch ein bisschen Quarz. Level 33, perfekt. Was willst du machen? Verzaubern. Zweimal, bis du wieder unter Level 30 bist. Ja, dann mache ich Bücher. Aber ich bin besser auf Niedriglevel. Hä? Also die Stufe 1 Verzauberung ist mit Büchern besser. Kommt drauf an, was drin ist. Ja. Das stimmt, aber meistens kriegst du halt Bücher mit mehr Scheiße und mehr Scheiße ist tatsächlich schlecht. Nur manchmal. Und manchmal kommt auch noch was rein, das man sogar haben will. Wie drum? Wie ein Berg voll Scheiße. Ja. Jeder Bauer würde nicht Nein dazu sagen. Nicht jeder Bauer würde Nein dazu sagen. Genau. Ruff. Ruff. Alle Frauen geben ja ihren Namen nicht ganz an, weil ihr voller Name ihnen peinlich ist. Okay. Glaubst du, Chi heißt in Wahrheit Chiprilinda? Was? Ich bin blind, du musst das nochmal sagen, ich habe dich nicht richtig verstanden. Okay. Chi was? Meinst du, Chi heißt in Wahrheit Chiprilinda? Glaubst du, es gibt nicht vielleicht einen anderen Grund, warum dir die Frau nicht den vollen Namen sagen wollen? Nee, das meine ich jetzt nicht, mein allgemein. Ja? Weil meine Mutter hat auch einen zweiten Namen, den ich noch nicht lange kenne. Gelügt. Und das war ziemlich doof von ihr, ihn nur zu sagen. Ja, jetzt frag dich, warum dir niemand sagen will. Dann weißt du also, wie Hundi mit vollem Namen heißt. Nö. Willst du auch nicht. Chibi heißt Chibika. Ganz einfach. Ist das mein Turm? Nein. Wo ist das Blau? Das ist das. Da ist es, ja. Ich glaube, ich habe das zu breit gemacht. Das ist jetzt aber auch egal. Fuck, warum ist da Silktouch drin? Verpiss dich, Silktouch. Okay. Ich könnte mir eine Silktouch machen. Machst du mir auch eine? Nein. Wenn ich mir, aber du bist ein Arsch. Das wegbaue und wieder hinmache, das sollte dann ja was anderes sein. Nein! Warum nicht? Weil ich das sage. Warum nicht? Ja, ich will aber nicht. Ich hol mir ein Buch. Hab ich ein Buch? Hab ich Bücher? Nee, so smart bist du nicht. Leder? Wo ist Papier? Das Papier. Also. Oh. Mach mich krass. Du sollst das Papier nicht deepthroaten. Hey. Du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Richtig. Ich habe nun... Drogen. Moment, ich habe... Oh, Unbreaking 3. Du hast also... Ich habe Unbreaking 3 Buch, was ganz cool ist eigentlich. Oh, jetzt ist auch Unbreaking 3 hier. Will ich das? Ja, warum nicht?
Willst du damit andeuten, dass du... Dass ich... ein kleiner... feiner... Fratz bist! Nee, fein nicht. Jetzt bist du ein Schmetterling. Wuff. Ja. Schmetterling. Schmetter. Schmetterling! Schmetter! Glaubst du, dass Schmetterlinge immer halt voll die krassen Buff-Dinger sind? Ja. Ja, doch. Doch. Auf jeden Fall. Die ficken alles weg. Richtig. Die sind oberheftig. Also wirklich. Wow. Wow. Ja, aber echt jetzt. Also. Wow. So, wow. Schon fast. Du weißt schon. Mindestens. Aber manchmal auch so richtig so. Wow. 4, 5. Egal, ich hab fetter Falling 2 Buch, was schon mal sexy ist. Das ist ein fetter Typ, der irgendwo runterfällt. Ja, richtig. Und Power 3. Bing. Und Unbreaking 2 und Unbreaking 3. So langsam habe ich auch eine kleine Sammlung. Wie der kleine, winzige Terminus. Ich bin ein großer Junge. Okay. Also, da ich jetzt bereit bin, dumm zu sein, weil ich nichts gemacht habe. Eigentlich sieht meine Ausrüstung genau gleich aus wie davor, außer dass ich eine Diamantspitzhacke habe. Kann ich ja jetzt mal zum Roborob gehen. Zum Roborob Robocop. Ist der ein Polizist? Der ist böse. Das weiß ich. Das ist sein Beruf. Beruflich böse. Beruf aus böse. Ja. Außerdem. Ja, das verstehe ich. Ja. Außerdem sammelt er alte Chips. Ich gehe aber noch ganz kurz in die Bürohalle. Okay, ich bin in der Hölle. Er sammelt auch noch alte Chips und verkauft die. Also so Chips, also wirklich so Chips, wo so Gesichter drauf sind. So Jesus. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Die Leute, die so Jesus-Chips verkaufen. Also wo das Gesicht von Jesus drauf ist oder sowas. Das sind die wahren Heiligen. Die sind voll schlau. Weil es weiß noch niemand, wie der aussah. Der nimmt sich auf eine Chips-Packung. Das ist ein Chip ohne Gesicht. Früher hatten Menschen kein Gesicht. Ja, genau. Aber ja, die nehmen sich halt einfach egal was. Die sagen, das ist Jesus und dann ist das so. Richtig. Weil in Wahrheit war Jesus gar nicht. Mensch. Nee, der war gar nicht. Der, in Wahrheit war Jesus ein Chip. Richtig. Und die Leute fragen sich immer, warum weiß ich nicht aus meiner Erinnerung, wie Jesus aussieht. Und dann sag ich immer, Junge, du bist dumm. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das sage ich sowieso immer zu den Leuten, egal was sie sagen. Manchmal auch, wenn sie gar nichts sagen. Manchmal warte ich einfach am Bus, dann steht da ein anderer, dann warten wir 10 Minuten, dann drehe ich mich zu ihm und sage, Alter. Ja gut, in dem Moment wäre ich eher jemand, der den halt einfach ins Gesicht spucken würde. Wieso fährt der Fahrrad? Ja gut, dann hast du recht. Ja, und danach schüttel ich so den Kopf und schaue enttäuscht, weil dann denken sie sich... Seinen Kopf schüttelst du dann. Genau. Gewalttätig. Und dann denken die sich, ja gut, war wahrscheinlich meine Schuld. Dann denkt er nie wieder. Ja, dann ist er tot. Nein, aber dann denkt er halt nie wieder. Ja, da hast du recht. Ich hasse Lava. Verpiss dich, Lava. Bitch! Ich glaube, wenn du laut genug Bitch schreist, geht sie tatsächlich weg. Ja, die Lava ist weg. Ich hab's gewusst, ich bin so stolz. Wie zur Hölle ist da eigentlich Lava rausgekommen? Hä? Kann Lava... Okay, ich verstehe jetzt. Wenn man Netherrack wegmacht, ich es auch verstehe. Wenn man Netherrack wegmacht, ist einfach eine Chance, dass dann wie bei Eis, wo Wasser kommt, dass da dann halt einfach Lava kommt. So sah es auf jeden Fall aus.